And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we've chatted with a few of the persons in this pub. The only person that remains to talk to is Mr. O'Brien here. Hallo, Amon. This is George Stobart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Perhaps you can. Do you know Mr. Pegram? Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Yeah, it's quite understandable. It is a bit mysterious as to why Mr. Pegram so suddenly disappeared, but we probably will find out why eventually. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drin, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Marn wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Do you know anything about the gem? Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Okay, I suppose that... So logically, if I want to say that I'm not a reporter, I would say yes. But probably the game wants me to say no in order... Yeah. So I'm not a reporter, so I should say yes. I'm a bit drunk, sorry. I should say yes, but I'm going to say no because the game is probably not going to be that logical. Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Yes. How would I get into the castle if I would desire to do so? Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Pegram war da anderer Meinung, nicht wahr? Naja, es braucht nicht viel, um diese Geschichtsjungs auf Trab zu bringen, ja? Gib ihnen einen Knochen zum Spielen und sie sind vergnügt wie kleine Hunde. This place, there's been a tripod found in Loch Marn. War es Pegram, der das Dreibein im Schloss ausgegraben hat? Genau der, wenn's nicht sein Zwillingsbruder war. Und haben Sie eine Ahnung, was er mit dem Dreibein gemacht hat? Er hat es an ein Museum in Paris geschickt. Ich hab's gesehen. Do you know anything about a ghost in the castle? Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marn. Oh nein. Ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Ah. A joke that fell a little bit flat on its face. Okay, let me show you this clown's nose. I don't know why, but I've shown it to every other person I've yet talked to in the game, so I'm going to show it to you too. Fällt Ihnen zu dieser roten Nase etwas ein? Das ist eine Clownsnase, nicht wahr? Ich war nicht mehr im Zirkus, seit ich 10 war. O'Donnelly und ich sind den ganzen Weg bis nach Ballymore gelaufen. 15 Meilen barfuß. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto?
Nein, den habe ich noch nie gesehen. Was können Sie mir über diesen Ausweis sagen? Grüber Electronic. Nie von gehört. I'm not surprised. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Ich würde mal sagen, dass man damit Kanaldeckel aufhebelt. Woher wissen Sie das? Ich bin ein Mann von Welt, Mr. Stubbart. Indeed he is. If you're a man of world... Of the world, of... then you will probably know what this matchbook is about. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Vom Muster her, Mittlerer Osten, würde ich sagen. This man is good. This man is an intelligent man, in fact. Aditi is right. This matchbook comes from the Middle East. So, let me shake your hand. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihre Hand zu schütteln, Mr. O'Brien. Mir eigentlich weniger. Wissen Sie, ich habe zufälligerweise den Buzzer in Ihrer Hand gesehen. He is very good. He is probably the most intelligent man that you have yet encountered in this game. What can you tell me about this dirty tissue then? Was sagen Sie zu diesem Taschentuch? Ich würde sagen, das eklige Zeugs da drauf ist Theaterschminke. Sie kann man einfach nicht hinters Licht führen, Mr. O'Brien. Yes, Also dann bis später. He is quite intelligent. Now we have to test our intelligence, because we have to solve a puzzle. Obviously, we need to steal his towel. O'Donnelly's towel. Why? I don't know. Nein, nein und nochmals nein. Okay, tut mir leid. And we need to steal his glasses. Not that we would have any reason to do so, but apparently we need to do that. And I have no idea how to do that. So we should probably. Hey, was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen? I don't know. Wie bitte? Keine Gäste hinter der Bar. Grundsätzlich nicht. Okay, we... Raus hier! Yeah. So we are really stuck at the moment. Until we have solved one of those... At least one of those two puzzles. Okay, how could we possibly steal his... towel. Ich will gerade nach der Pumpe greifen, als ich zum Glück wieder zu Verstand komme. So eine unüberlegte Aktion in einem fremden Land mit seltsamen Bräuchen könnte leicht meine letzte sein. Indeed it could be. Can we just grab the towel? Als der Mann den Arm hebt, um zu trinken, kralle ich mir das Handtuch. Aha. Indeed it was that easy. Now we have a towel. I suppose we could give the towel to this man. Which doesn't make any sense, but let's try. Hallihallo. Was? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Ich schon. Aber danach niemand anders mehr. In other words, no. I don't suppose I could give you the clown's nose. Hallihallo. Was? Sagt Ihnen diese rote Nase etwas? Nix. No. Okay. So we have a towel now. No.
Can we order another beer, maybe? Entschuldigung. Ja, Sir? I would like to have another beer, please. Kann ich... Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Manna vom Himmel. Can I use anything? Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwa? Okay. Nein. Danke. Can I use anything on this glass of beer? Like this towel? No. Irgendwie schaffe ich es, das Dick. Ich fühle den seltsamen. Can't get the glass. Okay, we are missing something. Let us go outside and have a look around. Maybe there's someone or something else. We could try to go to the digging site, for instance. Aha. Hello, Mr. Man. Hi. Sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Ah. What do you know about this beer-soaked towel? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Wie kommen Sie auf die Idee, um Himmels Willen? Nein. How about the nose? Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Sie sind ein Zirkusclown. Nein, aber ich habe sie von jemandem, der sich als Clown verkleidet hat. Tatsächlich? Warum hat er das bloß gemacht? Er ist ein psychopathischer Killer. Ich denke, er hat was mit Pegrams Verschwinden zu tun. Do you know this man by any chance? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, aber ich würde ihm nicht trauen. Seine Augen stehen zu eng zusammen. Ist doch nicht etwa ein Freund von Ihnen, oder? Oh nein, garantiert nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist das Gesicht eines Killers. Hab ich doch gleich gesagt, Schweineaugen! Kann man einfach nicht trauen. Erkennen Sie den Namen auf dieser Karte? Ich kann die kleine Schrift nicht lesen. Da steht Thomas Moulin, Grüber Electronic. So heißen Sie also? Tommy Merlin? Nein. Aber es wäre ein toller Künstlername. Er hat, was mein Hypnoseakt in der Schule nicht hatte, Stil und Klasse. Ein paar Sekunden lang bade ich im gleißenden Licht der Scheinwerfer, umtost von donnerndem Applaus. Tommy Merlin, Hypnotiseur. Ist Ihnen nicht gut? Doch, ich habe nur gerade an was gedacht. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein. Ist es was für Schafe? Nein, damit hebt man Kanaldeckel hoch. Echt? Wie? Das Ende des Werkzeugs passt in ein Loch im Deckel. Das würde doch rausrutschen. Die Winkel sind völlig verkehrt. Das würden Sie nie schaffen. Doch, habe ich in Paris gemacht. Was halten Sie von diesem Streichholzbriefchen? Sieht ziemlich gewöhnlich aus.
Let me shake your hand. Möchten Sie meine Hand schütteln? Was soll denn das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Ziemlich unansehnliches Teil, wenn man damit in der Öffentlichkeit herumwedelt. Oh, das ist Theaterschminke. Und damit ist alles gut, oder wie? Okay. Das muss ich mir merken, wenn sich mal wieder jemand darüber aufregt, wie mein Taschentuch aussieht. Okay, enough fooling around. Let us actually ask him the proper questions. Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein, der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Glauben Sie, dass Pegrams Verschwinden mit dem Fluch zu tun hat? Schauen wir uns die Tatsachen doch mal an. Er hat den Edelstein ausgegraben, er ist verschwunden. Bingo. Man braucht keinen Abschluss in Mathematik, um sich das auszurechnen, oder? Man muss kein schlauer Pythagoras mit einem Taschenrechner sein. Vermutlich nicht. Pegram ist mit dem Edelstein abgehauen. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Actually, we know that it's much older than that. Wer hat das Schloss erbaut? Matt Phelan, der erste Lord von Lochmarn. Naja, ich nenne ihn Lord, aber eigentlich war er nur ein kleiner Dorfhäuptling. Er hat dieses Schloss auf den Überresten des Templerklosters erbaut. What about the Templars? Wo hat das Templerkloster gestanden? Genau hier. Auf dem Tempelberg. Phelan hat direkt auf den alten Mauern gebaut. Es geht das Gerücht um, dass sich unter diesen Mauern eine alte Templerkapelle befindet. Hat Pegram die Kapelle entdeckt? Weiß ich nicht. Er hat seine Arbeiter zum Schweigen verpflichtet. And the dialogue was cut up for some reason there. Okay. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihre Heuballen dazu benutze, ins Schloss zu gelangen? Was? Sie würden sich mit Sicherheit Ihren dummen Hals brechen. Glauben Sie, ich stehe hier rum und schaue mir Ihr zermatschtes Gehirn an? Ich bin ganz schrecklich vorsichtig und verspreche, Ihnen keine Schadensersatzklage an den Hals zu hängen. Sie werden überhaupt keine Gelegenheit dazu bekommen. Nicht, solange ich hier bin und aufpasse. Okay, could you then just leave, please? Gutes Buch? Ein Buch? Das ist eine Eintrittskarte in eine Welt der Fantasie und Imagination. Yeah, wie heißt es denn? Kreativer Regalbau für Anfänger. Die 1978er Ausgabe. Was ist an Heimwerken so toll? Es gibt nichts Faszinierenderes. Das harzige Herbstaroma von abgelagertem Holz. Das rhythmische Ratschen des Hobels. Ah, kein Wunder, dass unser Herr als Sohn eines einfachen Zimmermanns auf die Welt kam. Ich wette, er war ein wahrer Zauberer mit Stechbeitel und Kantholz. Die Darstellung von Jesus' Adoptivfamilie als einfache Handwerker ist doch sicher nur eine symbolische Metapher. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sie Zimmerleute waren. Haben Sie das Buch nicht gelesen? Naja, nein, aber ich habe den Film gesehen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus da Regale angebracht hätte. Okay, ich muss jetzt gehen. Yeah, we have to go too. And when we come back, folks, we will try to get rid of this man. So until next time, folks, until then.